Grüß euch, da bei uns in Riert bei der Hofweis. Es freut mich, dass Uli mit uns mitgeht. Und jetzt zeigen wir euch, was wir in Riert für euch zu bieten haben. Nehmen wir es an, Andreas. Jawohl. Unser Motto: Landwirtschaft mit Weitblick. Weil wir Bauern schauen drauf. Wir sind jetzt da bei der Heidemarie, die kommt aus Hinterstoder und erklärt uns was über das Amegütesiegel. Heidi, du machst es da mit den Kindern, dass du ihnen das näher bringst. Kannst du uns da bitte ein bisschen was erklären dazu? Ja, grüß Gott, ich bin die Seminarbäuerin, bin also auch über Bezirksbauernkammer da engagiert. Bei den Gütesiegeln ist in Österreich schon einiges passiert, dass sehr vereinfacht worden sind. Und wir machen da spielerisch mit den Kindern ein Gütesiegel-Quiz und ein Lebensmittelkennzeichnungsquiz, wo sie dann Fragen beantworten und herausfinden, zum Beispiel, wie lange ein Lebensmittel haltbar ist oder wo das arme Gütesiegel drauf ist, was es bedeutet und verschiedenste Sachen, bis zum Putzle für die einfacheren, jüngeren Kinder. Danke, dass du heute bei uns bist und dass du unsere Kunden vor der Zukunft das näher bringst. Dankeschön, Heidi. Ja, wir sind jetzt da bei der nächsten Station angekommen von unserer Hofreis. Da sieht man die neue Abferkelung und da hätte ich gern von der Firma Stöber. Fragt aber uns ein wenig was erzählt drüber. Ja, ich komme von der Firma Stöber. Das ist die neue freie Abferkelstall, wie es jetzt ab 2033 gesetzlich gesetzt ist, mit den 5,5 Quadratmeter. Die ist die ersten 7 Tage eingesperrt und ab dem 7. Tag wird der Korb aufgemacht. Und links und rechts fixiert auf der Mauer, dass die Sau einfach den Bewegungsfreiraum hat, was braucht, was eigentlich jetzt vorgeschrieben ist. Super, danke. Und man sieht, dass sich die Sau und die Fackel da drinnen super wohl finden. Landwirtschaft und die Jagd gehören ja prinzipiell zusammen und arbeiten auch gut zusammen in Rüth. Wir haben bei uns in Gottfried Gundendorfer in Jagdleiter verriert. Servus Gottfried, schön, dass wir da sein dürfen. Die Jägerschaft Riert hat ja auch eine Station da bei der Hofraus in der Kranzlgrub, wo es Rebratwürstel und lauter feine Sachen gibt. Gottfried, meine Frage, wie groß ist euer Jagdgebiet da in Riert? In Riert ist das Gemeindegebiet, hat 3.109 Hektar und Jagdbauflächen haben wir 2.900 Hektar. Du Gottfried, wie viel seid ihr Jäger da in Riert und wie ist die Jagd da verteilt? Kannst du uns da ein wenig was dazu sagen? Wir sind in Riert insgesamt 35 Jagdkartenbesitzer, Jagdkarteninhaber und die Pächter, die Jagd ist aufgeteilt auf eine Jagdgesellschaft und da sind 15 Gesellschafter. Und das ist flächenmäßig ungefähr gleich aufgeteilt unter die 15 Gesellschafter und die restlichen, die haben dann Ausgeher und haben einen Ausgangsschein. Aber jeder Jagdkartenbesitzer mit einem ordentlichen Wohnsitz in Riert hat das Recht, in Riert zum Jagen. Ja, das ist ja recht interessant. Und was könnt ihr alles schießen in Riert? Was könnt ihr bejagen? In Riert ist Jagdbauer wild.
In erster Linie besteht Schollenwild. Da ist Rehwild das Stärkste. Da schießen wir umgerechnet auf 100 Hektar in Redesign-Name von 10 bis 13 Stück. Das andere ist dann Niederwild, Hosenfasan. Gottfried, recht einen schönen Dank fürs Gespräch und für die interessante Erklärung. Und Mary, wir schauen wieder zur nächsten Station weiter. Ja, wir haben jetzt da auf der Hofreise einen Besucher getroffen, unseren Bürgermeister Helmut Hechwarter. Helle, ein super Wetter haben wir. Wie viel schätzt du, dass da heute Leute da sind? Ja, es sind gefühlte 3.500 Leute da. Es sind einiges mehr als letztes Mal da. Und ich glaube, es ist eine tolle Veranstaltung, die da von der Bauernschaft gemacht wird, die einfach das bäuerliche Leben in unserer Gemeinde darstellt. Und das ist wirklich eine tolle Sache, die ein großes Interesse bei der Bevölkerung findet. Ich sehe da im Hintergrund eines unserer tollen Traktortaxis, die was wir für unsere Besucher organisiert haben. Heli, hast du das auch beansprucht oder hast du den Weg mit den Füßen zurückgelegt? Ja, ich habe kein Traktortaxi beansprucht, sondern ich habe das Pferdetaxi beansprucht, das ja viel romantischer ist, und habe die hellste Strecke mit der Pferdekutsche abgeschritten und abgefahren, und den Rest werde ich jetzt zu Fuß machen. Den leichten Weg bergab, dann werde ich runterrollen dann. Stimmt, runterkommen wir alle weg, gell? Genau. Danke, Heli, dass du auch bei uns bist. So, wir sind jetzt da bei der nächsten Station angekommen. Boden- und Grundwasserschutz ist da das Thema. Wir sind da herinnen im Bodenprofil beim Thomas Wallner. Kannst uns du da ein wenig was erklären, was man da in dem Profil sieht? Ja, wir befinden uns da jetzt auf einem Zwischenfruchtfeld und es sind hier Zwischenfrüchte angelegt, die dienen zum Schutz des Bodens und des Grundwasserschutzes, und wir sehen da ganz schön einerseits die Kulturen, andererseits sehen wir auch das Bodenleben und da ganz klassisch die biologische Aktivität, den Regenwurm. Regenwurmgänge, die ganz, ganz wichtig sind für den Boden, wo sich dann die Wurzeln wieder weiterentwickeln können, wo einfach auch der Lufthaushalt verbessert wird, wo einfach auch die ganze Bodengefüge, die Bodenstabilität einfach auch gekennzeichnet wird dadurch. Das sehen wir da ganz, ganz schön. Wir sehen Wurzeln. Die Wurzeln gehen wirklich wunderbar in die Tiefe, optimale Krümelstruktur. Da sehen wir, die Krümeln sind in einem guten Zustand. Die Zwischenfrüchte haben wir den Vorteil, dass sie den Boden einfach stabilisieren, dass sie die Krümel stabilisieren und dadurch auch das Bodenleben nachhaltig verbessern. Die Wurzeln reichen bis in eine Tiefe von einem Meter, also die Bodenstruktur ist in einem optimalen Zustand, und man kann den Landwirt sehr gratulieren zu seinen langjährigen Erfahrungen, und ja, der Boden ist top. Das ist alles sehr interessant, und wird das auch vom Publikum, von den Rasa angenommen? Interessiert dich das? Nämlich auch die was nicht aus der Landwirtschaft sind? Ja, ganz besonders die, nicht aus der Landwirtschaft sind, denen interessiert das voll. Also, und da gerade die Kinder, denen man wirklich einmal sagen kann, wo der Regenwurm lebt. Und auch die Frage zum Beispiel, wie alt wird der Regenwurm? Was glaubst denn du, wie alt wird er werden? Ein Regenwurm? Ein Jahr? Ich weiß es nicht. Ja, knapp daneben. Er kann bis zu 10 Jahre alt werden. Und dieses Aha-Erlebnis, das hat gerade die Kinder sehr gut gefallen. Und ja, auch den Landwirten ist es natürlich auch immer ein Anliegen, dass man da reingehen kann und das wirklich vor Ort anschauen kann. Und da haben sich eigentlich sehr, sehr viele Gespräche ergeben. So, wir sind jetzt bei der nächsten Station angekommen, da bei unserer Hofreise. Und zwar ist da der bäuerliche Waldbesitzer verbannt vor Ort. Der was da eine Reihe an Plakaten und Informationen dargestellt hat. Wir stehen da beim Waldhöfer Martin Dömpemar. Neben mir ganz ein interessantes Plakat, wo draufsteht, das alles leistet der Wald. Martin, kannst du ein wenig was sagen? Für was ist der Wald wichtig? Was leistet der Wald für uns? Ja, ich sage einmal ein recht schönes Hallo. Mehr oder weniger haben wir gerade eine schöne Tafel. Wir sind ja gerade in einer Gemeinde oder in einem Gebiet, was nicht so stark wie bewaldet ist. Darum muss man auch dies ein wenig an Stellenwert hervorheben, auch mit der geringen Waldfläche, was wir ausgestattet sind, was der uns trotzdem alles darbietet. Man hat da eine richtig schöne Tafel. Da sieht man zum Beispiel ja, alleine der Lebensraum. Man geht gern mit den Kindern wandern, spazieren, picknicken. Das nächste ist Lärmschutz. Das nächste, was auch wichtiger ist, der Klimaschutz bezüglich Erosionsschutz. Und das nächste natürlich, was auch wichtig ist, als Holzlieferant für die Wärme, was man jeder braucht, weil zum Beispiel jeder hat ein wenig einen kommoden Kachelofen und alles daheim. Ich bin da jetzt beim Georg Heider, das ist auch Waldhelfer aus dem Bezirk Kirchdorf.
Georg, kannst uns du kurz erklären, welche Organisationen gibt es im Waldbereich? Ja, ich möchte eigentlich da beim Wald anfangen von der Fußpflanze. Und zwar haben wir verschiedene Organisationen, mit denen wir intensiv im Wald gemeinsam arbeiten. Und da ist es erstes eigentlich zum Wenden der bäuerliche Fußpflanzenzüchter. Das sind Mühlviertler Bauern, die gemeinsam die Fußpflanzen produzieren und zu unseren Bauern liefern. Sie produzieren eigentlich auf Auftrag von uns Bauern, für uns Bauern und sind selbst Bauern, wo das Einkommen eigentlich wieder in der Landwirtschaft bleibt. Als nächster Verband, der ganz wichtig ist in unserer Region, sind die der Bäuerliche Waldbesitzerverband. Und zwar geht es dort um die gesamte Vermarktung vom Holz. Also alles, was im Wald geerntet wird, ob das Reisig ist, ob das Christbäume sind, ob das ein fertiges Holz ist, wird über uns vermarktet. Wir sind da vor Ort organisiert über die Waldhelfer, die eine oder mehrere Gemeinden betreuen und das für unsere Bauern dort zu den Abnehmern liefern bzw. die Lieferung organisieren. Und als dritten Verband haben wir noch den Biomasseverband. Da geht es dann schon um die Veredelung vom Produkt Holz, und zwar in Form von Wärme oder auch Strom, wo der Biomasseverband die ganze Sache rundherum begleitet, plant und organisiert und zum Teil dann mit den Leuten verrechnet und das Ganze eigentlich bis zum Endprodukt, das heißt Wärme oder Strom, vermarktet. Danke Georg, wir haben gehört, ihr seid gut aufgestellt, das passt. Danke fürs Interview.